100 Meter bis zum Start. Teilnehmer, ab! Das österreichische Fliegerderby ist gestartet und an die Spitze des Feldes schnellt förmlich Präsident SP, dahinter gleich Pompano Crown. An der Innenkante Blizzard AD vor Philco Sunrise, dann außen Las Casas Venus, wiederum außen gefolgt von Royal Spirit. Präsident SP in Front im ersten Messebogen, dahinter innen Blizzard AD, an dritter Stelle außen in der Spur ohne Führpferd, Pompano Crown, gefolgt von Las Casas Venus, an der Innenkante Philco Sunrise, dahinter Royal Spirit, innen Generalissimo. So geht's vor die Tribünen. Präsident SP versucht an der Spitze das Tempo jetzt ein wenig herauszunehmen. Außen Pompano Crown an zweiter Stelle, innen Blizzard AD, außen dicht auf Las Casas Venus. Dann an der Innenkante Philco Sunrise for Royal Spirit, dann Generalissimo, gefolgt von Napoleon AD sowie Tornado SR und innen am Ende des Pulks Powerfly. So geht's in den Stadionbogen hinein. Die Pace bleibt ordentlich. Präsident SP führt vor Pompano Crown mit etwas mehr als einer Länge. Innen Blizzard AD, außen Las Casas Venus. Dann eine kleine Lücke zu Philco Sunrise und Royal Spirit. Innen Generalissimo vor Napoleon AD, Tornado SR und Powerfly. So die Situation unverändert auch jetzt vor den Stallungen. Präsident SP führt nach einem ersten Kilometer von 1,13,8. Außen Pompano Crown an zweiter Stelle. Innen liegt Blizzard AD vor Las Casas Venus. Dahinter versucht Napoleon AD außen die Position zu verbessern, zusammen mit Royal Spirit, und dann kommt auch noch Tornado SR besser ins Bild. Der Schlussbogen aber ist erreicht. Präsident SP mit der Spitze außen, Pompano Crown an zweiter Stelle, rückt weiter auf, innen dahinter. Blizzard AD scheint ein bisschen Schwierigkeiten zu haben, mit den beiden ersten mithalten zu können. Ausgangs des Schlussbogen, Präsident SP und Pompano Crown voraus. Den Einlauf hinein, innen Präsident SP, außen Pompano Crown im Kampf um den Sieg. Pompano Crown scheint einen knappen Vorteil zu besetzen, innen kämpft aber Präsident SP, dann kommt außen noch Tornado SR zusammen mit Blizzard AD, der nochmals angepackt hat. In Sinne Pompano Crown voraus, außen Tornado SR, Pompano Crown und Konrad Lugau gewinnen das Fliegerderby vor Tornado SR. Um Rang 3 war es dahinter noch sehr, sehr knapp.